die griechische Liebesgöttin Aphrodite oder die kriegerische Athena in Stein gemeißelt. Eine Pracht aus reinem weißen Marmor. Das zumindest ist das gängige Bild in unseren Köpfen. In Tat und Wahrheit war noble Blässe in der Antike nicht gefragt. Im Gegenteil, Skulptur und Architektur waren knallbunt. Statuen und Tempel, einst farbenprächtig verziert, hat ein deutsches Archäologenpaar rekonstruiert. Diese Duplikate stehen jetzt in der Skulpturenhalle Basel und veranschaulichen, wie bunt man sich die antike Götterwelt vorstellen muss. Die sinnliche Farbigkeit der antiken Götterskulpturen blieb uns während fast 200 Jahren vorenthalten. Bis er kam, Vinzenz Brinkmann aus dem Leiterteam der Münchner Glyptothek. Er hatte bereits in seiner Studentenzeit Zweifel am Marmorweiß unseres kulturellen Erbes, dem Erscheinungsbild der Antike, wie wir es gewohnt sind. Vor über 25 Jahren als Student habe ich hier nachts begonnen, dieses Thema zu erforschen. Und es war einer der ersten Nächte, in denen wir hier die Verzierungen des Bogenschützen wiedergefunden haben. 200 Jahre waren diese Figuren bekannt. Aber niemand zuvor hatte gesehen, dass da noch so viel erhalten ist. Aber schauen Sie sich das an. Sie sehen von einem Greifen, also einem Mischwesen aus Löwen und Adler, sehen Sie hier hinten den Schweif. Sie sehen die Rückenlinie, die Bauchlinie des Löwen und Sie sehen seine Hintertatzen und Hinterläufe an dieser Stelle. Der Wissenschaftler untersuchte unzählige Götterskulpturen auf jeden Quadratmillimeter. Im UV-Licht erscheint auf dem Umhang der Kriegsgöttin Athena ein Schuppenkleid, wie von Zauberhand. Da waren über 1000 Schuppen aufgemalt gewesen. Farbe hat sich da kaum noch erhalten, aber die Verwitterung führt im UV-Licht zu einer sichtbaren Fluoreszenz. Das heißt, wir können diese Schuppen genau wieder sehen, wie sie einst aufgemalt waren. Das hat uns sehr überrascht, denn von unseren Lehrern in der Wissenschaft hatten wir noch gelernt, dass das eine beruhigte, schöne, große, glatte Fläche ist. Durch Oberflächenanalysen an den Funden konnten die Archäologen vereinzelte Farbgebungen nachweisen. Denn nur wenige Spuren von blauen bis grünen Mineralfarben sowie noch seltener rötliche Erdfarben hatten der Verwitterung standgehalten. Zu Hause im Wohnatelier am Ammersee bei München rührt die Archäologin Ulrike Brinkmann das Mineral Azuritblau an. Eine Farbe, die vor 2500 Jahren so wertvoll war wie Gold. Wo ein solcher Aufwand betrieben wird, da wird doch kein Geld gespart für die Farben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass da die Farben in der reinsten, brillantesten und damit auch intensivsten, leuchtesten Qualität verarbeitet wurden. Und davon hängt letztendlich dann der Farbwert ab, aber nicht vom Geschmack. Also mit Geschmack hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Das ist unsere moderne Denkweise. Die fast poppig wirkenden Rekonstruktionen des Archäologenpaars sind in der Fachwelt unbestritten. Weil die Buntheit in der Zeit eines Michelangelos noch nicht erforscht war und für das strenge Bildungsideal der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts ein Tabu darstellte, verherrlichte man bis vor kurzem lieber das hehre Weiß der Antike. Dem leidenschaftlichen Engagement des Münchner Ehepaars und ihrem Team ist es zu verdanken, dass wir auf wiederentdeckte Wurzeln unseres kulturellen Erbes hingeführt werden. Die Griechen haben die Farbenpracht der Ornamente ihrer östlichen Nachbarn geliebt. Sie haben sie kopiert und übernommen. Sie haben sie aber auch zuweilen gehasst und verurteilt. Der Blick auf diesen Bogenschützen ist natürlich ein griechischer Blick auf eine orientalische Person, eine orientalische mythische Figur. Aber auch die griechischen Götter selbst, schauen sich die Athena an, ihre Ägis, auch die griechischen Götter selbst sind voller Farbe und Verzierung, als kämen sie aus dem Orient. Die farbigen Exponate geben dem Betrachter zudem Informationen über Lebensstil und Kleidung. Das ist hier wirklich ein Beispiel, das sehr schön zeigt, weil sie nämlich bei dem, was sie gewohnt sind, nur die Hälfte sehen. Sie sehen einen nackten Körper, der vielleicht da oben irgendwas anhat. Das sehen Sie hier, eben einen Panzer.
Was wir hier sehen, ist ein reines Missverständnis. Das ist ein nackter Oberkörper. Hier sehen wir aber wirklich ganz konkret ein Abbild eines Kriegers um 460 vor Christus mit seinem Untergewand und drüber seinem entweder vergoldeten oder in Ocker gefassten Bronzepanzer. Das Familienunternehmen Brinkmann brachte die für manchen fast schockierende Fröhlichkeit der Farbe wieder ans Licht. Nun liegt es am Betrachter, seine Sehgewohnheiten zu ändern und die weißen Götterskulpturen aller antiken Museen der Welt frisch eingekleidet zu sehen. Die Ausstellung Bunte Götter in der Skulpturenhalle Basel öffnet morgen.